Ich übernehme absolut keine Haftung für die Gehirnzellen, die heute verloren gehen. Ich habe nur an der Unterhose von der Schwester von meinem Kumpel gerochen. Auf einmal wurde der richtig sauer. Ich weiß halt nicht ganz, ob es war, weil sie die Unterhose noch anhatte oder weil die ganze Familie dabei war. Aber irgendwie war der Rest der Beerdigung auch voll komisch. Ich feiere den Typ unnormal, aber ich hoffe, ihr merkt trotzdem, in welche Richtung das hier heute geht. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Vorwärts, rückwärts, seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Also ehrlich, für die Leistung, da kann man nur klatschen. Oder weinen. Ich kann das alles nicht mehr. Wie ich komm Club nicht rein. 2G, ich hab 20 dabei. Wow. Wisst ihr, es ist auch irgendwann, wir sind auch irgendwann an einen Punkt gekommen, da geht's dann auch einfach nicht mehr. Also, nee, komm. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Der Wagen errollt. Das einzige, was er hier richtig gemacht hat, ist sein Jack & Jones Pulli. Oh, ein furchtbares Wetter, das regnet ja wie Sau da draußen. Oh, spinnst du? Du machst mich doch tropfen nass, spinnst du denn nur? Da musst du doch abtropfen, Mensch. Oh, nee, ey. An das TikTok-Team, bitte führt einen Internetführerschein ein. Das würde uns alle helfen. Ich hab ständig Durchfall und die Periode bekomme ich trotzdem nicht. Danke auch für die Information. Tag gerettet. Meine Mutter. Ey, die Hose steht dir mega gut. Da passt du locker rein. Auch ich. Ey, ich check's nicht, ne? Also, ist ja nicht strafbar, jetzt vor denen wegzurennen, aber wie kann man sich so wehren gegen zwei erwachsene Polizeivollzugsbeamte? Also, er hat auch schon Handschellen an, Bro, als wenn du noch so weit kommst, was ist denn mit ihm? Ganz ehrlich sind, wie hätte es bei den beiden noch anders laufen können? Ihr habt genau den Menschen gefunden, der euch so perfekt ergänzt. Die ehrliche, lustige und der ruhige. Alles gut, lach. Ey, da wäre bei mir so vorbei, ne? Also ihr sitzt auf so schönen Stühlen, ihr habt bestimmt so eine schöne Location, du hast schöne Blumen bekommen. Es ist der schönste Moment in deinem Leben und sie muss einfach lachen. Ey, ich, ohne Witz, das wäre ein Grund, einfach die Hochzeit abzubrechen. Aber wenigstens ist es auch der TikTok-Cringe vorbei. Ich muss erstmal Shisha-Bar, Digga, lass mal Shisha-Bar, yalla, yalla, hopsasa. Alles klar, das nächste Mal sollte ich das nicht laut sagen, sondern einfach nur denken. Die besten Kommentare auch einfach, ich lese es euch mal vor. 6C beim Wandertag, Klassenausflug, 7. Klasse, mies sicher und sollen die mich mit Lego bewerfen? Dafür liebe ich TikTok wiederum. Wie kann man so ein Pech haben? Also okay, dass das Handy fallen ist jetzt, wenn der Zug da hupt, okay. Aber es fällt einfach noch die Treppe runter. Wisst ihr, das geht jetzt ja noch. Bei mir wäre das Handy einfach auf die Gleise gefallen, der Zug wäre drüber gefahren, ein Flugzeug wäre drauf abgestürzt und es wäre auf dem Mars gelandet. Come here. Give me your hand. No, other way. Alright, now sit down. Now meow. No, that's embarrassing. Meow. Das ist jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt, um dieses Video zu beenden. Für immer.
Ey Leute, was soll ich sagen? Ich check's bei manchen einfach nicht. Da stehen erwachsene Leute vor der Kamera und müssen ja auch noch diesen Button veröffentlichen drücken. Also da steht ja wirklich veröffentlichen und die sehen das ja dann auch auf deren Profil. Manchmal sieht's so aus, als wenn die da aus Versehen drauf gekommen wären. Ich habe keine Ahnung. Falls euch dieses Video aber gefallen hat, denn das habe ich jetzt mit bewusst veröffentlicht, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns jetzt im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht aus. Lassen wir's. Es reicht für heute. Zu viel Cringe.